Na, wer kennt's? Ich nicht. Mir sagt's nicht. Nicht so viel. Was? Sebastian, bitte erlöse mich von dieser Schmach. Sag, du kennst es wenigstens. Die Sonne geht unter, Plörbräu kommt hoch. Bräu? Plörbräu. Ja, Erik. Sagt mir gerade echt nichts. Alter, ihr macht mich. Ihr macht mich fertig. Ihr kennt doch Otto, oder? Ja, klar. Ja, das ist von Otto. Was? Okay. Gut zu wissen. Von dem sind auch diese Sprüche von wegen tolle Haare hat seien dir gegeben, lass sie kleben mit Quark. Guck mal, Nathalie sagt, sie kennt es. Immerhin. Schönes Lied gerade. Fuck, jetzt hab ich. Na egal. So, weg damit. Was ist das Problem? Da kamen die Rage-Anfälle. Was ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Das hört man ja. Warum? Warum was? I don't know. Liegt da kein Stein drauf? Minecraft buggt. Danke. Danke. Simon! Jo. Jetzt gleich kommt nur noch so ein voll entnervtes Halt die Fresse! Da bist du eher mit irgendwie sowas gerechnet, Server killt Shockwave oder sowas. Ja. Wie auch immer stehe ich hinter dir. Dö. Schade, dass man den Stein hier nicht schmeißen kann. Gesteinigt durch. Oh Gott. Oh ja. Das wäre lustig. Weißt du, oder wie vorhin bei dem. Wie war das doch gleich? Naja, wir haben das Auto halt einfach für so Strecken für bis 100 Meter. Und, Den 3000 PS Wagen. Den 3000 PS Landwagen Jeep. Ja, und den nutze ich ja auch nicht immer. Nur wenn es zu warm ist, zu kalt ist oder zu windig. Oder wenn man mal viel einkaufen muss. Oder wenn ich halt einfach keinen Bock habe zu laufen. Wie der am Durchdrehen war. Ja. Klingt so ein bisschen wie Zelda Sumunchu. Nein, das ist von Johann König. Ja, aber ich sag nur, es klingt so ein bisschen von deinem Enrage halt. Ja, aber das hat er halt auch gemacht. Das ist ja das. Also das ist das neue Programm von dem. Das fand ich echt gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben den ja live sehen dürfen. Ja, aber mit einem anderen Programm. Nee, mit dem gleichen Programm. Das ist das ganz am Anfang, wo er von dem Biomarkt erzählt hat. Mit dem Elektroauto am Ende. Mit der ja, aber das ist nicht die, die wir live gesehen haben. Doch, das ist der, den wir live gesehen haben. Definitiv, ja, Schatz. Aber diese Show? Ja. Ich sag mal, das war ein anderer Ort, was ich vorhin Simon gezeigt habe, aber es war genau das gleiche Programm. Das war es, das war was anderes war. Mhm. Nee, war es nicht. Definitiv nicht. Wir waren doch bei 2, da war doch noch jemand anderes, wo wir waren. Ja, aber das war das Programm von Johann König, wo wir waren, auf jeden Fall auch. Okay. So. Eigentlich muss ich hier auch noch der. Dömsymmetrie und so. Ich habe noch genug Erde, perfekt.
Wie mache ich das denn jetzt? Nein, nein. Mr. Creeperman? 3, 2. Der Simon tot? Ach, jetzt hab ich vergessen. Also ich hab grad was Neues gebaut, ja? Und dann kommt Mr. Creeperman. Und dann muss der Penner einfach so einweihen. Boah, noch 1,5 Stunden, dann ist das erst fertig. In welche Richtung könnten denn hier noch Tropen sein? So, dann müsste ich jetzt noch ein bisschen Kies holen. Dann müsste ich mich hier so ganz ekelhaft um die Decke kümmern. Oh, fuck. Erstmal nach Kies gucken. Was war das denn? Pure Verzweiflung. Das hat man denn da jetzt so gar nicht rausgehört? Uppa! Töte dieses Haus, ich schwör's dir. Du tötest dieses Haus? Ja. Warum? Weil es mich fertig macht. Du lässt dich von einem Haus fertig machen? Haben wir nur 3 Keys? Ist das unser Ernst? Wieso? Ah, danke. Boah, ich habe eindeutig zu viele Kühe. Wieso? Nerven dich die Geräusche? Nein, wenn du da versuchst drin rumzulaufen, hast du überhaupt keine Sicht. Du hast einfach nur entweder Kuhfront, Kuhseite oder Kuharsch. Da fährt mein Schnitzel. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ach ja. Apropos Schnitzel. Haben die offen? Jetzt nicht mehr. Ganz spontan. Ganz. Was sonst zum Schnitzel passen? Muss ich wieder an SpongeBob denken. Oh Kinder, 3 Uhr morgens, Zeit für einen Krabbenburger. Einfach da mitten in der Nacht, dass er schon Krabbenburger ist. Ja. Oder so gewiss jetzt 3 Volltrottel da nach Meckes gehen um 5 Uhr morgens. Ja. Und sich dann einfach mal einen Arsch von Cheeseburgern und Chickenburgern holen. Ja, wobei sie als Hamburger getarnt waren. Das stimmt. Aber das sind Geschichten für ein andern Mal. So. Jetzt ist die Frage, mache ich das mit Cobblestone oder mit Cleanstone? Und vor allem muss ich das immer schnell abbauen und wieder zubauen. Irgendwer spielt, glaube ich, gerade an seinem Mikrofon oder er hat eine Katze, ja, die da. Ja, sorry, das war ich. Ah, okay. So. Ja, scheinbar habe ich mich für Cleanstone entschieden. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu viel wird. Ich habe auch die Idee, wo das sein könnte, was ich hier gerade umgrabe. Hast du eigentlich immer noch Zwex drauf bei dir? Ja. Warum? Und du bist immer noch meiner Meinung, ne? Dass das Gehirne sind.
Ja. Wieso? Hat irgendjemand gesagt, das sind keine Gehirne? Ja, weil in den normalen sieht das ja doch nicht aus wie Gehirn. Das stimmt. Das verrottete Fleisch. Und Simon ist auch der Meinung, dass es Hirne sind. Ja, auf jeden Fall. Er hat das nämlich vorhin gesehen und das erste, was er gefragt hat, sind das Hirne? So, jetzt habe ich mal. Boah, brauche ich aber sicherlich noch zwei Stacks davon. Oh, macht das Spaß, auf dem Ozean zu sein und dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sieht auch bestimmt gut aus. Ja, diesem lächelnden Kindergesicht. Vielleicht tauchen hier vier komische Figuren auf und wollen uns töten. Eigentlich müsste ich ab hier Kabel machen. So, ich frage nur vorher, wollt ihr euch jetzt hinlegen? Das ist mir egal. Ich bin so oder so mehr oder minder unter Tage. Also zweimal egal, dann gehe ich jetzt auf den Ozean. So. Niki hat gesagt, ja. Simon gar nichts. Ja, was war das denn für ein Ja? Ich hab ja gesagt. Ja, zu was denn? Zum Er ist unter Tage, Hinlegen. ihm ist egal. Okay, Ja, auf jetzt komme deine ich hier nochmal Frage. raus. Ah, da. Mein Boot fährt weg. Warte. Ja, aber wenn Simon nicht da ist, dann. Ich bin da. Alles gut, alles gut. Okay. Also schlafen. Ja. Alles klar, dann gehe ich dann auch kurz. Hast du kein mobiles Bett? Nee, nee. Was ist denn, wenn du mal so einen schönen Creeper unter Tage findest? Und auf blanken Stein oder was? Richtig. So, aber ich bin da nie wirklich weit von zu Hause weg. Und wenn ich so einen Creeper finde, dann ist es meistens irgendwie direkt nebenan. Das ist nämlich jetzt so ein Heimscheißer. Ja, was kann ich dafür, dass das Projekt halt gerade mal in der Nähe ist? Toll, danke. Ah, ich liege. So ein bisschen was an Cleanstone haben wir ja noch. Da ist mein Bett, da ist mein Boot und ich springe voll daneben. Juhu. Was ist denn, Schatz? Wieso hast du gerade geaid? Meins alles nicht. Den Cleanstone, den ich die ganze Zeit für uns brate. Abgeaid. Wieso brätst du alles? Ich brauche auch Cleanstone. Ich brauche nicht nur Stein. Ich brate gerade. Alles kaputt. Doch richtig. Nein, ich brauche Cobblestone. Ah, ja, weil Cleanstone ist ja eigentlich der Stein. Richtig. Und davon abgesehen, Ja, und ich brauche Cobblestone. den Cobblestone, den kriegt man aber auf jeden Fall sehr schnell noch. Vor allem, weil noch so unglaublich viel über ist, überall. Ja, ich sag mal, wenn die Steinmaschine funktioniert, dann ja sowieso. Spätestens dann. Oder. Ich will fliegen. Moment, Moment, Moment. Wo bist du? Ich habe ein Schwert. Ich habe Rückstoß drauf. Hey. Und dann fliegst du Soll ich auch. Du fliegen? hast es nicht näher definiert, also beschwer dich aber nicht, ja? So nicht, so nicht. Du solltest bloß im Wasser landen, weil sonst verbrennst du. Ihr seid heute wieder so lieb. Nicht. Hallo? Hast du Nein. gestern den Stream verfolgt? Ja. Wir waren da auch super nett zu jemandem. Ja. Ja, aber da ging es nicht gegen sie, da ist ja das Ich wollte egal. sagen, wenn andere die Opfer sind. Oh, 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 oh! Unter Wassertempel, weg hier. Kommen eher die bösen Fischi-Fischis? Ja, sie greifen mich schon an. Ich will nicht, dass mein Boot kaputt geht. Nicht auf dem Oh Ozean. nein! Na Was gut, denn? sie Hier geben gibt's sie ja nur direkt. Abbaulähmung, ne? Was noch nerviger ist. Schatz, wieso hast du gerade geneint? Ich dachte, ich hätte das falsch gemacht und müsste alles wieder abreißen, aber ich hab mich.
Alles gut. Abbaulähmung. Das ist richtig nervig. Ein komischer Effekt. Die ist richtig nervig. Da brauchst du für jeden Scheißblock ungefähr 10 Minuten. Was soll das denn sein? Also für alles, was du abbaust, brauchst du wirklich lächerlich lange. Alter. Fokus. Hast du auch random gekriegt. Ja, das kann die Hexe, glaube ich, dann auf einen verzaubern. Wobei bei mir war das jetzt halt der Boss unten von der. Der Boss, das macht genau der Wächterfisch im. Ja. Im Meeresheiligtum. Richtig, der hat mich gerade erwischt. Ja, mich auch damals einmal kurz. Das stelle ich mir ja nervig vor. Also du kannst wirklich gar nichts abbauen die nächsten 3 Minuten. Ach, das könnte sein, dass wir deswegen damals die Blöcke nicht richtig abbauen konnten, weil wir halt den Debuff hatten. Weil ich hatte die Folge bei YouTube heute nochmal reingeguckt gehabt, wo wir im Wassertempel waren. Alter! Was denn? Ich hab nicht mal Sand abgebaut. Ja, jetzt sag ich ja. Jetzt bin ich hier reingefallen und ich dachte, ich kann mich hier wieder rausbuddeln. Wo bist denn du? Nee, nee. Alter. Ist das nervig, aber ich habe ja genug Stein dabei, dann baue ich mir hier eine Treppe, die ich dann auch noch falsch setze. Ja. Ja, ist doch kein Problem, bau sie doch ab. Oh, Moment. Ich finde eine Fehler. Stimmt, weil ich die Treppe aus Stein gebaut habe, könnte ich sie nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke dabei habe. Auch das könnte schon, es würde noch länger dauern. Nee, Stein oder Spitzhacke? Geht schon, es dauert nur noch ewig länger als ohnehin schon. Gott, da möchte ich jetzt nicht wissen mit dem Debuff noch. Oh, da ist ja wahrscheinlich längst ausgelaufen, ehe ich dann fertig bin. Denke ich auch. Gut, dass ich nicht streame. 3 Minuten und sehen, wie einer auf den Stein kloppt. Nee. Na, jetzt habe ich den fucking Kies weggebracht. Und ich lasse ihn gerade brennen. Verdammt. Schwimm schneller. Brennst Kies? Was kommt denn da raus? Weiß ich nicht. Aber es geht. Scheinbar. Ja, ist der Ofen wirklich angegangen? Weil du kannst da alles reinpacken, aber ob er angeht, darum geht's ja dann. Also, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Achso, du hast nicht mal aufgepasst, ob du den Ofen anmachst. Ich hab's in den Trichter geschmissen und den fertig. Ja, aber es kann, wenn es einfach nur reinzieht und das bleibt dann halt da drin liegen. Dann ist Verstopfung. Weil ich meine, du kannst aus Kies nichts machen. Wäre mir auch neu. Du kannst es ja auch nicht irgendwie poliert oder so fertig machen, weil es halt Kies. Man kann aber Kies zu grober Erde inzwischen aufbereiten. Ja, aber ich das gelesen, nicht einfach man nur, indem man ihn da reinpackt. Erde und Kies mischen, hat man grobe Erde. Was ist jetzt, wie sieht das dann anders aus, oder? Die Textur ist drüber und da kann kein Gras noch wachsen. Okay. Du kannst aber auch grobe Erde finden. Genau, in Tundras zum Beispiel. Mhm. Ist ja kein Problem. Konsole. So. Mein Boot hat einen Stöpsel. Ah. Was würde wohl passieren, wenn ich den jetzt ziehe? Probier es aus. Ich möchte dabei sein. Ob das Boot wirklich richtig steht, siehst du, ob das Licht, wenn das Licht angeht. Er kam auf die Sicht, dich das da reinzuzeichnen. Das kann ich dir nicht sagen. Leute, die sich dachten, das ist bestimmt lustig, wenn der Spieler das Ding zieht. Oh, eine Insel. So. Oh, das war ja schon Bruchstein.
Geben Sie mir diese Bruchsteine. Danke sehr. Oh, Essen auf Beinen. Schäfchen? Nein. Dickere Vieh. Wobei, habt ihr das heute in den Nachrichten gehört mit dem einen Schaf, was doppelt so viel Wolle getragen hat, wie es selber wiegt? Echt? Nee. Ja. Das haben die irgendwie draußen in Australien in der Prärie irgendwie gefunden. Als ich das Bild gesehen hatte, ich dachte echt, das wäre ein Busch oder sowas gewesen. Und dann haben die das Ding geschoren und dann nachgewogen. Also 42 Kilo wiegt die reine Wolle. Alter! Was? Ich gehe gleich mal gucken, was die anderen so bauen. So, ich möchte hier nur eben genau auf der Höhe. Ich weiß ja nicht, das Urschaf ist heute nicht aufgetaucht, also ich will jetzt keine Zusammenhänge da entsprechend nennen, aber das ist ja auch ein Schaf. Also ich glaube wirklich, Dschungel ist bei uns rar gesät. Das könnte wirklich sein. So. Jetzt sieht es zumindest bis auf diesen Stein hier. Das lässt sich aber relativ einfach ändern. Das ist Bruchstein. Ja, doch, das sieht besser aus, wenn ich es so mache. Wo ist das eigentlich? Ich hätte mir, glaube ich, einen Kompass mitnehmen sollen. Habe ich mir fast gedacht, das ist bei uns hier unten. Ach, schau mal eine an. Was denn, brüllt da etwas die ganze Zeit? Nee, das nicht. Es ist halt einfach nur, ich bin gerade am gucken, wo ich hier unten das Wasser immer wieder kurz reinlasse und so. Und das ist genau bei uns beim Burggraben. Das habe ich mir schon gedacht. Bleh. Das hält. Ja, doch, muss ich leider so machen. Hey. Ach. So, jetzt sieht es wenigstens überall gleich wie ein Rahmen aus. Dann will ich überlegen, ob ich das hier noch durch Kies ersetze. Sure. Aber ich glaube, 12 sollte erstmal reichen für mich so von der Uhrzeit her. Meinst du?
Bin mir fast sicher. Aber nur fast. Gott, wir haben schon 12. Ja. Weil ich morgen wieder früh raus muss. Ich werde auch gleich schlafen gehen. Ist das vielleicht besser? Das schon mal auf. So, ich werde noch mal ganz kurz hier entsprechend den Leuten die anderen Bauprojekte zeigen. Und dann denke ich, werde ich mich auch so langsam ins Land der Träume begeben. Oh. Und von wem träumst du dann? Das habe ich noch nicht entschieden. Mal gucken. Hey. Da kommt schon mal ein lautstarker Ausruf nach, dass ich nach meinem Traumpriorität. Traumpriorität Nummer 1 sollte sein. Ey. So. Wollen wir uns hinlegen, damit es hell wird, damit ich dann den Rest zeigen kann, oder seid ihr schon raus? Moment, einer ist raus. Ich liege. Und Schatz. Ich muss mich beeilen, weil ich weiß nicht, was in meiner Umgebung ist. Schatz. Ja, ich leg mich hin. Aggression! Ich weiß nicht warum, aber als ich aus dem Biomarkt kam, da war ich hier so ein ganz kleines bisschen aggro. Es gab eigentlich keinen Grund davon. Ja, ja, Naturprodukte. Da kommt die richtige Naturwelt zum Vorschein. Richtig, so. So ist das. So nicht anders. So, Not Loving Kraut. Ich mach mal für dich eine kleine Rundführung noch so als Abschluss. Und, erstmal das Lied hier gerade weg. Ja, alles gut, alles gut. Das ist so unser Hinterhof von unserem Bergmassiv, wo wir noch so ein bisschen am Ausbauen sind. Und verbunden schon mal mit dieser wunderschönen Bahn hier. Das Lied war auch blöd. Machen wir mal weiter. Nein. Doch, das Lied war wirklich doof. Hallo. Mr. Skelettmann. So, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin dann heute erstmal raus, ne? Dann machst du Demo. Dann du noch eine gute Weiter-Zock-Session. Bis und morgen. Dann bis morgen. Genau, würde ich ja, auch ja. sagen. Hallo Simon, schlafen Sie gut. Ciao. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur von dir, ne? Oh ja. Demi, schön, dass du da bist. Minecraft. Ja, darf man auch vielleicht. So, dann so. Ciao. Mr. Schwein. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, wo ich hinlaufe. Warum machst du solche Sachen? Das hier ist der entsprechend entstehende baldige Hafen, könnte man so quasi sagen. Der uns auf diese hier sehr, sehr schön werdende Insel mal geleiten wird. Kleiner Geheimtipp, das ist noch ausgeleuchtet und nicht verbunden so richtig, aber da werde ich auch gleich zurückgehen. Da ist eine geheime Basis. Da kann ich auch mal sehen, wie das bei mir ausschaut, wie du da entsprechend diesen Weg da. Theoretisch müsste ich von meiner Insel aus einen Tunnel nach unten hin machen. Müsstest du machen, dann könntest du über das Portal dich auch viel schneller in eine Stadt bewegen und zurück. Ah ne, da ist glaube ich der Anlegesteg. Da wuselt auch schon ein Feuerbug lang. Sehen Sie sich das an, fleißig, wie ein Bienchen bei der Arbeit. Hey. Oben auf dem Dach. Guck mal, jetzt bin ich kurz abgetaucht, damit sie mich nicht sieht. Sieh dich. Na verdammt, egal. Guck mal. Ja und? Halt dich. So. Das ist hier so die, in Anführungszeichen, das Anfangsstadium von diesem schönen, von dem schönen Wasserableger des Dorfes quasi. Oder wird das Wasserdorf? Ich weiß es nicht. Dorfteil 2. Irgendwas auf jeden Fall. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Noch alles bebaubar, wie man sieht, aber wir müssen ja auch noch... Hier müssten wir Villager hinkriegen. Das wäre übel genial. Gehen wir mal gucken, was hier oben so alles abgeht.
sieht man gute Bauskunst hier, wie sich so langsam alles erstreckt und erbaut. Wunderhübsch, wunderhübsch. Ja, okay. Ja, bevor ich Dingens. Hab ich dich runtergeschmissen jetzt? Nee, ich bin runtergehüpft. So, ich dachte, ich hätte dich irgendwie weggeschoben. Ja, du hast mich weggehüpft. Wie sagst du, ja, geh mal ein Stück zur Seite, damit ich dich nicht runterwerfe. Ja, ich nehme die geheime Abkürzung jetzt zu uns ins Dorf. Sprich, ich gehe durch unsere geheime Basis da unten. Und werde dann über das Portal zurückgehen. So. Leiter runter. Hier ist noch ein Gang, der aber in der Sackgasse endet. Alles klar, also da kann man sich ja auch nicht mit verlaufen. Super. Da ist eine Leiter. Irgendwo 2, irgendwo 3, irgendwo 1. Basis, Ausgang. Schön beschildert. Nice. Irgendwo 4. Da ist auch sofort ein Skelett. Alles klar. Ah, guck mal, Schatz. Demi sagt gerade, die Map sieht echt geil aus und die Insel von Firebug sieht echt nice aus. Cool. Nochmal irgendwo. Basis um die Ecke. Irgendwo 5. Basis. Okay, also man dürfte sich wirklich so kein Stück mehr verlaufen. Basis! Lol. So, das ist unsere geheime Unterwasserbasis, wo wir entsprechend ganz viele Rohstoffe gefunden haben durch eine eigentlich interessante... Oh, Ofenkartoffeln. Die nehme ich mal mit. Durch eine kleine Aktion entsprechend... Und unser geheimer Ausgang nach draußen, damit wir nicht laufen müssen. Ja, guck mal, Nutlavin Kraut sagt übrigens auch, dass es echt gut aussieht. Dimi, ganz ehrlich, Niki hat auch Minecraft vorher große, ja, ich will nicht sagen große Zweifel, aber sie hat auch Zweifel dran gehabt, dass ihr das Spiel überhaupt Spaß machen würde. Und aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich das Spiel jetzt halt zum ersten Mal spiele, habe ich mich auch ein bisschen daran orientiert, was andere mal gemacht haben und habe das versucht, so ein bisschen nachzuempfinden, nachzubauen. Also ich habe mir jetzt nicht alles an den Häusern jetzt irgendwie komplett ausgedacht, das will ich dazu sagen, weil ich will niemandem die Idee klauen. Nö, ist ja alles entspannt. Nee, ich finde, das sollte man dazu sagen. Nö, ist ja gut, ist ja gut. Aber ja, ich dachte, das wäre scheiße langweilig. Aber man kann darin echt viel Zeit investieren. So. Und dann gehen wir mal mit der Blaubahn AG entsprechend ab ins Dorf. Damit man auch mal schön zeigen kann. Da oben ist übrigens unser Stall. Hier da. Mit dem Baumhaus, was noch ausgebaut werden muss. Und so fahren wir halt langsam Richtung Dorf.